Oh, wir können hier eigentlich, wir können hier unten was trinken. Es ist übrigens eine PlayStation Trophy, überall was getrunken zu haben. Kommen wir denn hier rein? Dann müssen wir doch da drüben rein. Ja. Komisch ist, ich sehe halt nicht wirklich, wo ich hin soll. Ob wir von der Seite überhaupt dahin kommen. Ja, der ist nicht so trinkfest. Aber alle nicht. Alle Agenten, die wir haben. Achso, das haben wir schon gemacht. Schicke Maske auf jeden Fall. Ich glaube, wir kommen von der Seite hier gar nicht rein. Ich muss woanders lang. Das ist zwar echt gruselig, aber eigentlich keine Wie kriegen wir jetzt hier Spidey rein? Doch, hier so. Ich denke, wir müssen hier so rein, aber der Schlüssel ist da drin. Ist hier noch ein... Oh. Moment. Hab nicht gesehen, dass da oben offen ist. Ja, aber von hier kommen wir da auch nicht rüber. Das war jetzt ein bisschen sinnlos. Warum hat man den Raum jetzt dann hier? Wenn der mir überhaupt nichts bringt? Die gestohlenen Beweise müssen hier irgendwo sein. Pass besser auf. Hier treibt sich eine Menge Albion Security herum. Ich werde keinen dieser Albion-Wichser verschonen. Nicht nach dem, was sie bei Freight One gemacht haben. Konzentrieren wir uns lieber darauf, Claires Ausrüstung zu finden, ja?
Was ist das? Na, das Zeug ist aber über uns. Du hast Claires Ausrüstung gefunden, einschließlich ihres gesicherten Datenlaufwerks. Daran wurde überraschenderweise wohl nicht herumgebastelt. Das heißt, der Audiobeweis ist vermutlich intakt. Munitionskiste. Wie ich das liebe. Hier ist der Zugang zu dem Auto wahrscheinlich, was man hier noch zerstören kann. Oder, nee, das ist hier oben. Haben wir hier nicht... Es sind aber ein bisschen wenig Fallen hier drin, würde ich sagen. Ach, da. Ich möchte gern mehr mit Fallen töten. Hier haben wir schon geguckt. Was sagt die Kamera? Das ist eine Falle, aber da komme ich nicht ran. Dort könnte ich rein. Proteste sind für Zivilisten gefährlich und besitzen das Potenzial, in Gewalt auszuarten. Wir gehen einmal rum. Dum-di-dum-di-dum. Ist das richtig, dass ich hier gerade so einen riesen Bogen laufen muss? Anscheinend. Ja, okay. Und jemand ist in eine Falle gelaufen anscheinend. Ich warte kurz, bis sie aufhören zu suchen. Hast du einen Schaden? Verstanden? Nimm mal aufhören, jetzt hier zu streiten. Ich denke mal, die reden mit mir. Was ist da drin? Wo geht's hier hoch? Bestimmt da, wo mich einfach alle sehen können.
Was ist das hier? Wir machen uns mal alle Ausgänge auf. Nicht schon wieder sowas. Verhaftung der Zielperson entsandt. Ich flipp aus. Das ist doch nicht deren Ernst, ey. This is not funny anymore. Seinen Wohnsitz in eine Albion-Zelle verlagert. Sind die Mieten in London wirklich so heftig? Uncool. Aber wir haben einen Job zu erledigen. Wenn wir schon mal hier sind. Das war Albions Propagandamaschine, der du Sand ins Getriebe geworfen hast. Angeblich soll sie Sicherheitshinweise an Optics in der Nähe schicken. Tatsächlich bombardiert sie sie mit Propaganda. Bis jetzt. Du hast Claires Ausrüstung gefunden, einschließlich ihres gesicherten Datenlaufwerks. Daran wurde überraschenderweise wohl nicht herumgebastelt. Das heißt, der Audiobeweis ist vermutlich intakt. Ich weiß, wo du bist. Oh!
Waschgesicht! Dein Teammitglied hat seinen Wohnsitz in eine Albion-Zelle verlagert. Sind die Mieten in London wirklich so heftig? Endlich Action! Mich sperren die nicht ein, wirst du sehen. Bürger, wenn Sie etwas sehen, melden Sie es. Du hast Claires Ausrüstung gefunden, einschließlich ihres gesicherten Datenlaufwerks. Daran wurde überraschenderweise wohl nicht herumgebastelt. Das heißt, der Audiobeweis ist vermutlich intakt. Oh, nicht in die Kamera hacken. Jemandem eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Also bist du jetzt dran. Ich bin der Richtige. Warum startest du mit dem eigentlich immer draußen? ETF, was ist mit denen allen? Seht euch um, checkt jede Ecke. Das Problem ist, es bringt auch nichts, jetzt die ganzen Drohnen schon zu killen, weil einfach dann neue kommen, so oder so. Ich mir überlege, wie viel Schuss die Großen brauchen. Wie zur Hölle soll das gehen? Du hast Claires Ausrüstung gefunden, einschließlich ihres gesicherten Datenlaufwerks. Daran wurde überraschenderweise wohl nicht herumgebastelt. Das heißt, der Audiobeweis ist vermutlich intakt. Bomben bei sich, ey. Was ist mit denen? Ziel ist verletzt.
No, 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 no! Zieh mich zurück! Bleib stehen! Hier geht's. Es lässt nicht nach! Ziel verbunden! Das darf nicht wahr sein! Ich hab's erwischt! Eigentlich nur noch eine irgendwo da unten. Ich sehe sie nicht. Oder ist sie oben? Ah, da. Ich habe keinen Sichtkontakt. Verteilen wir uns und das schnell. Und ich weiß, dass du mich hörst. Reden wir. Wir sagten doch, der Premierminister lehnt ab. Briten lieben private Militärdienstleister im Auslandseinsatz, aber nicht in London. Dieser Narr. Die ganze Stadt, das ganze Land kollabiert bald. Das Militär mit Klebeband zusammengehalten, die Polizei in heilem Aufruhr. Jemand muss die Leute retten, Nigel. Jemand Starkes. So ist es. Ich habe schon alles geplant. Die besten Ziele sind die Toan-Konferenz, das Parlament und King's College Hospital. Ich sorge dafür, dass ausländische Teams die Logistik übernehmen, aber ihr besorgt die Bomben. Unbedingt. Das darf nicht zu mir zurückverfolgt werden. Du vergisst da etwas. Und ihr bekommt Zugang zu Filament, wie abgemacht. Verschwinde jetzt. Verzieh dich jetzt, sonst bringen sie dich um. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die mich umbringen wollen. Wir sind dort rein. Ich hab's irgendwie geschafft, ja, Julia. Aber frag nicht. Das macht mich so fertig mit diesen Kackdrohnen. Ich weiß auch nicht. Mit dieser Stimme möchte man ihm seinen hochnäsigen Arsch in eine Schublade einklemmen, was? Und Zero Day wusste, welche Strippen gezogen werden mussten, damit sie kriegen, was sie wollten. Filament. Und Cass war bereit, es gegen die Schlüssel zur Stadt zu tauschen. Fuck! Mann, ich dachte immer, es gäbe noch eine Chance, dass er... Fuck! Dass er der Mann sein könnte, für den du ihn hältst. Sorry, Hamish. Falls es den jemals gab, ist er jetzt weg. Wir müssen diese Informationen unter die Leute bringen. Du hast recht. Wenn's geht, komm zum Piccadilly Circus. Ich habe mit Bax an etwas gearbeitet und dieser Beweis ist das Tüpfelchen auf dem i. Okay. Was? Erreiche und halte noch Hamish Überraschung Ausschau. Ah, der hat da bestimmt irgendwas in die Monitore gehackt. Er ruft die Mutti an, wenn's gerade spannend wird. Ja, nee, es ist gut, dass du nicht, Ich war wieder mal sehr verzweifelt. Da läuft doch jetzt gleich irgendein Filmchen. London, du wurdest belogen. Nigel Cass und seine Albion-Friedensstifter wollen diese Stadt dauerhaft kontrollieren. Die besten Ziele sind die Toan-Konferenz,
das Parlament und King's College Hospital. Ich sorge dafür, dass ausländische Teams die Logistik übernehmen, aber ihr besorgt die Bomben. Unbedingt. Das darf nicht zu mir zurückverfolgt werden. Nigel Cass hat die Anschläge mit einem Terroristen gemeinsam verübt, damit er daraufhin die Kontrolle übernehmen kann. Dann plante er ein Orbit-Drohnenprogramm namens Themis, das Menschen aufgrund der Daten über sie ins Visier nimmt. Ich werde es niemandem erlauben. Mich eingeschlossen. Themis zu riskieren. Das ist die ganze Wahrheit. Jetzt seid ihr dran. Ach was, scheiß drauf. Wehrt euch! Nicht übel. Gar nicht übel, wenn ich das sagen darf. Hey, Hamish! Haha! Kein Einsiedler mehr, wie ich sehe. Naja, ich kann mich ja nicht ewig vor der Welt verstecken. Muss eine Menge wieder gut machen, nicht wahr? Außerdem braucht ihr Noobs jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Check das! Albion ist nach wie vor eine Gefahr. Aber ich hätte dir doch gern seelischen Beistand geleistet. Habe ich an alle Nachrichtenagenturen geschickt, die mir eingefallen sind. Wird an der Zeit in Dauerschleife laufen. Und wenn die Leute kapieren, was das heißt, ist Cass erledigt. Dann ist er weg vom Fenster und wird wegen Hochverrats angeklagt. Da haben sie keine Wahl. Wir haben es geschafft. Glückwunsch, Team. Also, was jetzt? Ich könnte jedenfalls einen schönen Urlaub vertragen. Da ist immer noch Zero Day. Du weißt schon, die böse Hackergruppe, die mit Cass und Mary Kelly London hochjagen wollte. Oh, meine Güte, Bagley, du Spaßbremse. Gönn dem Team eine Auszeit, um den Sieg zu genießen, ja? Wird vermutlich nicht lang dauern. Ich glaube, wir haben das vorletzte Kapitel abgeschlossen. Nee, doch nicht. Ich glaube nicht, dass du mit dieser Reaktion gerechnet hast. Aber Nigel Cass ist wieder in den Nachrichten. Die Regierung tagt, um den Vertrag mit Albion zu überprüfen. Nigel Cass hat in einem emotionalen Gespräch mit dem GBB auf den Antrag reagiert, sich selbst den Behörden zu übergeben. Halt's Maul und hör mir zu. Weder die Regierung noch irgendjemand sonst wird mich entfernen. Eher sterbe ich. Und mit mir viele andere. Sie wollen Blut sehen? Sollen sie haben. Diese Stadt gehört mir. Ich bin ihr Hirte und ich werde meine Herde schlachten, ehe ich sie abtrete. Cass hat sich selbst in seinem Hauptquartier im White Tower eingeschlossen und gedroht, alle zu töten, die ihn aufhalten wollen. Er ist schwer bewaffnet und gilt als extrem gefährlich. Shit, er ist übergeschnappt. In dem Zustand ist nichts und niemand sicher vor ihm. Wir haben keine Wahl. Wir müssen zum White Tower und ihn aufhalten. Was macht der da drüben gerade? Ist einfach über den Mülleimer gelaufen. Okay, wir konfrontieren Nigel. Oh Gott. Sperrzone. Aber hier in dem Tower haben wir damals den VIP neutralisiert, ohne dass wir was gemacht haben, außer ein paar Fallen aktiviert. Das war ziemlich gut. Der hing erst dort hinten fest und dann plötzlich ist er über den Mülleimer gelaufen. Ich weiß, wir hatten hier damals so ein... das da gesehen. Damit können wir hochfahren, auf jeden Fall. Moment. Wir kommen hier bestimmt... Aber das ist auf der anderen Seite. Hey, Nigel hat einen privaten Bunker unter dem Ort, an dem er seine Spielzeuge baut. Ich wette, da hat er sich verbarrikadiert. Da treiben sich sicher nur seine wahren Anhänger rum. Cass muss aufgehalten werden. Sofort. Zum Glück ist seine Verstärkung beschränkt auf die, die zufällig in der Nähe rumlungern. Das ist vorne. Scheiße! Hat jemand mein Kennzeichen notiert? Und
Ich weiß nicht, ob wir woanders damit auch hochkommen. Ah, hier wäre ja... Aber der ist hier drüben. Ich würde halt gerne dann hier drüben irgendwo hoch, wenn es geht. Eugen hat hier das Gerüst. Ja gut. Hier kommen wir gar nicht wirklich lang.